Guten Tag. Mein Name ist Bärenbruder. Und ja, ich begrüße euch auf jeden Fall zu einem neuen Spiel, welches sich nennt Echo oder Echo, je nachdem, ne, ob man das jetzt Deutsch oder Englisch ausspricht. Auf alle Fälle, das Spiel wurde mir von Firemaster zugeschickt. Das ist quasi so eine Art Pen-and-Paper-Spiel. Da sind wohl zwei Geschichten vorhanden oder so. Und die eine ist wohl ein bisschen kürzer und die andere ist dann wohl ein bisschen länger. Schauen wir mal, wie weit ich heute komme. Vielleicht machen wir nur die ganz kurze. Und dann das nächste Mal die andere. Und die muss ich dann vielleicht wieder unterteilen, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, das wurde mit dem RPG Maker MV erstellt und also von Firemaster. Und das ist wohl so eine Art Pen-and-Paper-Game. Und ich habe ja schon mal gesagt, da gibt es ja auch diesen Jam von Firemaster, wo es da wohl um Pen-and-Paper-Spiele geht, so Text-Adventures quasi. Ich habe ja gesagt, dass ich da an diesem Jam auf jeden Fall nicht teilnehmen werde, weil das sagt mir halt in keinster Weise zu. Pen-and-Paper generell, kein Freund von. Überhaupt nicht. Aber ich habe gesagt, wenn die Leute explizit von den jeweiligen Spielen ja, eine LP auf meinem Kanal sehen möchten, also eine Anfrage schicken, dann mache ich das trotzdem. Auch wenn, das gilt halt für alle Spiele, ne? Auch Spiele, die mir persönlich jetzt vielleicht nicht so sehr zusagen, aber wenn es eine direkte Anfrage gibt, dann will ich das natürlich Let's Play, ne? Sonst suche ich mir hier nur wieder so Spiele aus, die mir selbst zusagen, die mich selbst interessieren. Aber wenn es direkte Anfragen gibt, dann werde ich natürlich alles spielen, ne? Auch, wie gesagt, Spiele, die mir persönlich vielleicht nicht so zusagen. Wenn es der Wunsch von den jeweiligen Entwicklern ist oder generell von irgendwelchen Zuschauern. Auf jeden Fall, ja, Deutsch natürlich, ne? Credits, Sprache, Regelwerk. Sprache, Regelwerk, was ist das? Vorwort. Dieses Spiel basiert auf Yggdrasil, Pen and Paper. Es enthält 10 verschiedene Attribute und über 20 Fähigkeitsgruppen, die der Spieler frei erlernen kann. Darüber hinaus gibt es noch individuelle Fähigkeiten, die spezielle Effekte auslösen oder das Verstehen der zahlreichen Sprachen möglich machen. In den folgenden Kapiteln wird auf diese vielen Besonderheiten näher eingegangen. Attribute. Jeder lebenden Figur sind 10 verschiedene Attribute zugeordnet. Zur Durchführung von Würfelproben. Okay, das ist halt sehr viel Text, ne? Wenn das euch interessiert, dann könnt ihr vielleicht kurz Pause drücken, weil ich will jetzt ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit nur alles vorlesen. Das ist nämlich wahrscheinlich wie kurze Regeln oder Hintergrundinfos, keine Ahnung. Ich sag mal, solange ich da keine Probleme habe, muss ich das dann vielleicht lesen. Erst wenn ich dann irgendwo Probleme habe, dann denke ich mir, aha, okay, vielleicht soll ich da doch lesen in Ruhe. Oder vielleicht werde ich das dann später selber noch für mich in Ruhe lesen. Aber jetzt so im LP wäre das dann, glaube ich, doch nichts. Nicht so spannend, ne? Gut. Dann fangen wir direkt ein neues Spiel an, würde ich sagen. Ja. Ein Charakter erstellen erstmal. Also Elf. Das Volk der Elfen ist eng mit der Natur verbunden, fühlt sich am wohlsten, wenn es in ihr lebt. Sie haben eine tiefe Leidenschaft für Musik und verwenden dabei. Warte mal. Und für Musik und verwenden sie oft, um sich mit der Natur zu verbinden und ihre Emotionen auszudrücken. Okay. Ja. Mensch. Die Menschen zeichnen sich durch ihre unglaubliche Anpassungsfähigkeit und Resilienz aus. Sie können sich an jede Umgebung anpassen und überleben, egal ob es sich um kalte Polregion oder tropische Hitze handelt. Diese Fähigkeit haben sie zu einem robusten und widerstandsfähigen Volk gemacht. Zwerge sind bekannt für enge Gemeinschaft und starke Clanbindungen. Sie leben im Untergrund und sind meist im Umgang mit Stein und Metall. Sie schätzen die Stabilität im Untergrund und arbeiten hart, um ihre Gemeinschaft zu schützen. Zwerge sind loyal und bereit, füreinander alles zu tun. Orks sind bekannt für ihre unabhängige und kriegerische Natur. Sie schließen sich meistens zu 8 zusammen, wenn es ein besonders starker Ork unter ihnen gibt. Ansonsten bekriegen sie sich untereinander. Obwohl sie oft als chaotisch und undiszipliniert gelten, können Orks unter einem starken Führer zu einer mächtigen Kraft werden. Okay, und stehen da auch so Werte irgendwie? Empathie? Also bei jedem? In
Intuition, Charisma, Reaktion, Stärke, Umgang, Bonus, Magie, Selbstdisziplin, Logik, Gedächtnis, Kondition, Geschicklichkeit, Gedächtnis. Bei mir müsste eigentlich 0 sein. Ich habe wahrscheinlich gerade schon hier mit 0, aber das gibt es anscheinend nicht. Gnome sind neugierig und haben ein großes Interesse an Magie und Technik. Gnome sind immer in Bewegung und suchen ständig nach neuen Abenteuern und Entdeckungen. Ihre Kreativität und Innovationskraft machen sie zu einem unverzichtbaren Teil jeder Gemeinschaft. Ich denke, das muss man jetzt nicht so unbedingt auf die Werte da achten. Ne? Ich denke, jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Kommen wir zu den unterdrückten Gesellschaftsteilen. Sie sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, ihr Können und ihre Stärke zu beweisen und sich in der Gesellschaft zu etablieren. Goblins sind lebhaft, risikobereit und furchtlos. Und ihre Unabhängigkeit zeugt von ihrem Mut und ihrer Stärke. Teufelsboot. Teufelsboot ist ein unterdrücktes Volk, das sich in Klingungen zusammenschließt. Sie suchen keine Bestätigung, sondern arbeiten zusammen, um ihr Überleben zu sichern. Obwohl sie oft als Dämon abgestempelt werden, haben sie eine starke Gemeinschaft und arbeiten zusammen. Die Lichtgeborenen werden als besonders seltene Wesen betrachtet und das heißt, dass ihre Geburt ein besonderes Ereignis ist, welches von einem Gott bestimmt wurde. Obwohl sie mit hoher Wertschätzung betrachtet werden, gelten sie als gewöhnliche Individuen mit besonderen Gaben oder Fähigkeiten. Vampir. Okay, Bonus hat er da. Die Vampire sind ein Volk, das im Schatten lebt und sich oft in kleinen Gemeinschaften zusammenschließt. Obwohl sie menschlich aussehen, haben sie eine Blutmagie entwickelt und sind oft sehr machtbewusst. Im Kampf sind sie gefährliche Gegner. Lykanthrop. Lykanthropen sind wilde und aggressive Wesen, die sich durch eine starke körperliche Stärke auszeichnen. Sie haben scharfe Krallen und sind in der Lage, selbst die stärksten Waffen zu durchdringen. Reptiloid. Reptiloid ist ein geheimnisvolles, extralegendes Volk mit einer natürlichen Begegnung zur Magie der Venemanti. Sie sind bekannt für ihre Fähigkeit, Gifte herzustellen und zu manipulieren. Sie haben eine tiefe Verbindung zu ihrer Kultur und Gemeinschaft. Halbelfen vereinen die Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft der Menschen mit der Verbundenheit zur Natur und musikalischen Leidenschaft der Elfen. Sie sind oft äußerst geschickt und haben eine ausgeprägte Intuition, die es ihnen ermöglicht, selbst in schwierigen Situationen klug zu handeln. Halborg. Halborgs sind robust und haben eine Neigung zum Kriegshandwerk. Sie sind widerstandsfähiger als Menschen und haben eine größere Ausdauer als Orks. Sie haben oft eine starke Willenskraft, die ihnen in schwierigen Situationen hilft. Aber kein Bär, schade. Ja, aber Gott sei Dank, ne? Orks gibt es ja auch. Dann nehmen wir natürlich. Gebirge leben Bewohner, die sich an die harten Bedingungen angepasst haben. Sie leben als Bergbewohner, Hirtenjäger und haben oft enge Beziehungen zu den Tieren und Pflanzen in ihrer Umgebung. Sie sind abgeerdet und fähig, den Herausforderungen des Lebens im Gebirge standzuhalten. Ja, ja, das kann ich mir auch am ersten vorstellen. Entweder Gebirge, beziehungsweise vielleicht Wald. Ländlich könnte ich mir auch vorstellen. Naja gut, eventuell auch Küste oder Nomade auch. Und Stadt könnte ich mir auch... Ja, okay, also doch alles. Nee, aber wobei Stadt am wenigsten. Bei Orks. Tatsächlich. Aber Wald oder Gebirge, das käme, glaube ich, da noch am nächsten. Küste ist bekannt für ihre reiche Geschichte. Und ist Heimat vieler Gelehrten, Händler und Seeleute. Die Bewohner der Küste haben Zugang zu einer Vielzahl an Ressourcen und haben ein breites Wissen über die Kulturen und Handelsrouten. So, die Labora leben in weit verstreuten Dörfern und sind hauptsächlich als Bauern und Hirten tätig, bringen enge Beziehungen zur Natur und haben oft einen tiefen Respekt für die Erde, auf der sie leben. Sie sind praktisch veranlagt und wenden ihre Fächer täglich an. Neben den mobilen Lagern und Reisen von Ort zu Ort, um ihre Herren zu weilen und nebenbei zu sichern. Durch ihre ständigen Reisen haben sie ein tiefes Verständnis für die Landschaft und sind erfahrene Kämpfer. Oh, das ist aber sehr, sehr viel zu lesen hier. Genau, vielleicht jetzt versuche ich nur das lesen, was mich sowieso an sich so hier interessiert und das andere nur überspringen. Im Wald leben kleine Gemeinschaften, die sich eng an die Natur angepasst haben. Die Bewohner leben eben harmonisch miteinander, benutzen die Ressourcen des Waldes für ihren Lebensunterhalt. Es ist eine Welt voller Geheimnisse und Gefahren, aber auch ein Ort voller Schönheit und Ruhe. Hm.
Ja, komm, Wald. Bade. Ja, Bade. Also Bade passt schon mal gar nicht zum Ork, würde ich sagen. Priester genauso wenig. Waldläufer eigentlich auch nicht. Zauberer nicht auch. Eigentlich nur Krieger, so richtig. Ja, komm, dann können wir das so direkt nehmen, ne? Dann müssen wir die anderen sowieso erst gar nicht so richtig lesen, eigentlich. Ich, also falls euch das interessiert, dann will ich zumindest da hier kurz auf jeden Punkt mal drauf gehen, dass ihr dann eventuell zumindest lesen könnt, ne? So. Aber nehmen werden wir dann auf jeden Fall den Krieger. Ja, weil ich glaube, das ist doch ein bisschen sehr langatmig für das LP, wenn ich jetzt alles so richtig vorlesen muss und so, vor allem für mich. Weil immer wenn ich sehr viel rede, bin ich sehr hungrig und das wäre jetzt nicht gut, weil jetzt ist abends und dann will ich wieder so spät essen. Krieger. Egia. Er ist der Freund der Götter und bewirtet. Okay, das muss ich jetzt doch alles lesen. Weil damit kann ich jetzt gar nicht so richtig anfangen. Bewirtet diese in der Rolle des Gastwirtes. Balder. Ein jeder bewundert seine leuchtende Schönheit sowie seine Barmherzigkeit und Weisheit. Forsetti. Mag gern Spaghetti. Okay, Entschuldigung. Er spricht in seiner Residenz aus Gold und Silber täglich Recht unter Göttern und Menschen. Geht das Göttern in der Fruchtbarkeit? Aber was soll das heißen? Dass das denn der jeweilige Gott bzw. die Göttin ist, die ich quasi anbete? Weil ich. Man könnte das auch so verstehen, dass wir dann quasi ein Ork sind, der im Gebirge lebt, ein Krieger ist und gleichzeitig ein Gott. Ne? Ne, aber ich denke, damit ist gemeint der Gott, beziehungsweise die Göttin, die man selber anbietet. Sie gilt als Göttin der Fruchtbarkeit, des Frühlings, des Glücks und der Liebe, sowie als Lehrerin des Überraum. Nicht, dass man dann quasi ein orkischer Gott namens Freya ist. Ne? Freyr hat ein von Zwergen gebautes Schiff, dem Allasen mit Rüstung Platz halten und das immer mit, wenn man will. Schutzgöttin der Ehe. Ehe interessiert mich sowieso nicht. Heimdall kenne ich aus Thor. Genau, Wächter der Götter und bewacht insbesondere die Brücke Bifrost. Genau, und kommt mit wenig Schlaf aus. Hat ein ausgezeichnetes Gehör und ein scharfes Auge. Ja, doch. Bisher am ersten auf jeden Fall. Wie gesagt, wäre jetzt für mich ja so ein bisschen überfliegen teilweise. Warte mal. Hermoder symbolisiert die Tiefe des Unterbewusstseins, nicht die Tiefe. Doch, ja. Das sollte wahrscheinlich Tiefe heißen, weil da steht dann auch, welcher in der Tiefe das Licht ist. Ja. Ah, Loki. Gottes Schabernacks. Aber klar, ich glaube, den nehme ich. Loki ist einfach bester Mann, ne? Als den anderen Asen keine Verehrung zu. Seine Handlungen fallen mal zugunsten der Asen aus und manchmal zugunsten der Götter und dem Interesse. Ja, Gottes Schabernacks halt. Aber ich guck doch mal. Ah, Thor, genau. Ja. Ich nehme Loki. Hoch! Okay, coole Bilder. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Wenn ich. Also, ich meine. Soll es dann ich sein, oder? Naja. Keine Ahnung, ne? Da wird ja nichts erklärt. Naja, das hier sieht noch am ehesten nach Ork aus, ne? Der Grüne da. Aber auch nicht so richtig. Irgendwie nach was ganz anderem. Das wäre ja so ein bisschen komisch, wenn ich jetzt Ork gewählt hätte und dann irgendwie so einen Menschen ausgewählt hätte, ne? Eigentlich. Harold. Warum? Was? Orks heißt doch nicht Harold. Und das hört sich fast an wie Harald und Harald mag ich nicht. Ja, wie können wir denn den Ork nennen? Wie wär's denn genau? Moment. Geht das? Da geht doch bestimmt schneller mit der Maus, ne? Ja. Ork. Orklein 8. Der steht dann quasi repräsentativ für die 8 Orks, ne? So. So, jetzt mal meinen Charakter erstellt. Okay, dann können wir gleich aber schon mal direkt sprechen, finde ich gut. So, Orklein 8 ist ein Ork, wer hätte das gedacht? Krieger, Wald und ein Loki oder was? Also ein Schabernack-Typ. Der macht nur Schabernack den ganzen Tag.
mindestens 8-mal am Tag. Attribute: Empathie, Intuition, Charisma, Stärke 4, Selbstdisziplin, Geschicklichkeit, oh, das ist da ziemlich gering bei dem, aber na gut. Charisma auch und Reaktion auch, ja, toll. Ich hätte eher gesagt, Gedächtnis ist bei den Orks nicht so gut. Bisschen primitiv halt. Belohnung abholen, Gegenstände herstellen, laden, ausrüsten, Fähigkeiten aufsteigen, erstmal speichern. Wie wär's damit? Belohnung abholen. Nichts, okay. Gegenstände. Gibt beim Öffnen eine zufällige Ausrüstung. Ausrüstungstruhe. Frostschuppenrüstung. Ja gut, warum nicht? Waffen. Eine Frostschuppenrüstung. Leichte Rüstung. Resistenz gegen Kälteschaden. Herstellen. Item. Kleidermana-Trank. Achso, okay. Naja gut, ich habe ja eh noch nichts. Geht nicht. Okay, aber interessant. Ausrüsten. Aber den einfachen Plattenpanzer, den habe ich schon. Aber gut. Dann haben wir jetzt zumindest eine Reserve. Und falls wir es brauchen, eine Rüstung gegen Kälte. Fähigkeiten. Nichts. Technik. Nichts. Speziell nichts. Passiv. Erlaubt das Ausrüsten von Echsen, Ausrüsten von Nilebarden, Speeren, Schwertern, Zweihändern, leichte Rüstung. Blablabla. Okay. Orkisch. Die Sprache der Orks. Aufsteigen. Und wie? Anscheinend bis jetzt noch gar nicht, ne? Na gut. Zum Titel? Weil das ist ein Titel. Egal, neue Geschichte. Wie wär's damit? Oh, die verfluchte Villa und der Spaziergang. Ah ja, okay, das sind dann wahrscheinlich die beiden verschiedenen Geschichten von den der Feiermaus geredet hat, aber die verfluchte Villa wird wahrscheinlich ziemlich kurz. Du betrittst eine verfluchte Villa, um den gefürchteten Flammenschädel zu bezwingen. Rätsel lösen und geschicktes Vorgehen sind wichtige Fähigkeiten in dieser Lovecraft-inspirierten Geschichte. Gehe durch düstere Räume und korrupte Korridore, besiege Feinde und stelle dich dem Bösen. Spüre den Schrecken und enthülle die Geheimnisse, um den Fluch endlich zu brechen. Du solltest jedoch in der Lage sein, körperlose Kreaturen zu verletzen, sonst wird dies dein Verhängnis werden. Autor Firemaster 640. Aber genau, Spaziergang können wir auch schon mal die Beschreibung lesen. In dieser Geschichte möchtest du einen Spaziergang machen, aber was zunächst wie ein harmloser Spaziergang aussieht, entwickelt sich immer mehr zu einem Abenteuer. Kannst du dieses Abenteuer bestehen? Ja, okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, was die kurze Geschichte davon ist, aber egal. Wir wollen ja so oder so beide machen. Erstmal die Villa. So, du erhältst einen geheimen Auftrag, eine Villa von einem gefährlichen Flammschädel zu befreien. Die Besitzerin ist verstorben und das brennende Wesen hat sich eingenistet. In einer schummrigen Taverne triffst du einen geheimnisvollen Umhangträger, der dich als Teil einer Auftragsvereinigung identifiziert. Die Auftragsvereinigung hat bereits einen weiteren Kämpfer auf den Fall angesetzt, dich. Gemeinsam sollt ihr den Flammschädel vertreiben und die Villa befreien. Du erhältst eine Karte mit den Koordinaten der Villa und Informationen über die hitzige und zerstörerische Natur des Flammschädels. Joa. Okay, also Bilder sind auch schon mal da und im Prinzip Texte, ne? Aber leider keine Musik. Ich finde, wenn ich es noch. Ja gut, vielleicht ist das ja natürlich untypisch für Pen and Paper. Aber mir ist es tatsächlich zu ruhig so. Der Umhangträger, dessen Identität im Schatten verborgen bleibt, tritt näher und erzählt euch von der finsteren Villa, die von diesem gefährlichen Flammschädel heimgesucht wird. Ja, weil ich denke, das würde dann nochmal ein bisschen für Stimmung sorgen, so. Das Ganze nochmal um einiges stimmiger machen. Nach dem Tod der Besitzerin hat sich das brennende Wesen dort eingenistet und sein zerstörerisches Wirken verbreitet. Hierbei lockt er durch seine Anwesenheit immer mehr dunkle Geschöpfe an. Er beschreibt die einstige Pracht und Eleganz der Villa, die nun von Dunkelheit und Verfall geprägt ist. Die Wände tragen Spuren von Feuer und Ruß, während der Fluch des Flammschädels die Räume durchdringt. Die Atmosphäre ist von unheimlicher Stille und gespenstischer Präsenz erfüllt und häufig passieren unerklärliche Dinge. Der Umhangträger warnt dich anschließend, dich gründlich auf den gefährlichen Kampf vorzubereiten. Er betont auch, dass du nicht der Einzige bist, der diesen Auftrag erhalten hat.
Erfolg des Einsatzes liegt in deinen Händen. Mit diesen Worten verabschiedet er sich und du verlässt die Taverne, bereit für die bevorstehende Herausforderung. Jetzt bist du allein mit dem Auftrag, den Flammschädel zu besiegen und die Villa von seiner brennenden Präsenz zu befreien. Du bist daraufhin direkt aufgebrochen, um dorthin zu reisen. Es ist nun die Nacht eingebrochen und zu dieser Zeit soll sich der Flammschädel zeigen, nachdem sich dieser stets im gesamten Gebäude bereits gesichtet wurde, musst du dich nun entscheiden, wo du nun suchst. Ah ja, erste Entscheidung. Alles klar. In der Bibliothek suchen, im Keller suchen, im Speise... Ich habe erstmal Scheißesaal gelesen. Speisesaal. Nee, Speisesaal mit einem S, nicht mit scharfem S. Speisesaal. In der Küche suchen, im Büro, Schlafzimmer, Garten, Werkstatt, Gänge. Also Keller würde ich nicht nehmen. Das ist halt immer am gruseligsten, ne? Speisesaal, Küche auch nicht so gerne, da können Geister mit Messer werfen. Speisesaal, da können sie mit Essen werfen. Beziehungsweise im Scheißesaal mit Kot. Im Büro suchen, im Schlafzimmer. Weiß ich nicht. Wenn das ein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sowas gibt. Verführungsgeist ist. Vielleicht will er mich dann ja ins Schlafzimmer locken, habe ich keinen Bock drauf. Im Büro suchen. Nee, lieber nicht. Ich hab schon alles voller Büroleichen. Den Garten absuchen. Eine Werkstatt. Da kann er mit Hammern und Sägen werfen, auch nicht so gerne. Gänge. Ja, da kann alles Mögliche sein. Ja gut, selbst wenn er mich in der Bibliothek mit Büchern abwirft, die sind ja nicht so schwer. Also es geht aber schon. Ja komm, Bibliothek ist gut, würde ich sagen. Also cool finde ich schon mal... Ah, jetzt ist Musik da, okay. Cool finde ich auf jeden Fall... dass, ja, die Bilder sich dann anscheinend ändern, je nachdem, wo man ist. Ja, und dass dann halt dann einfach, ja, ganz andere Ereignisse passieren können, ne? Also Texte, ganz andere Texte kommen, je nachdem, was man auswählt. Während du, die Bibliothek durchsuchst, fällt dir eine alte Truhe auf, die mit geheimnisvollen Runen versiert ist. Du spürst eine magische Energie von ihr ausgehen. Neugierig öffnest du die Truhe und findest darin eine magische Schrifttruhe. Darin eine magische Schriftrolle. Also entweder mehrere Schriftrollen oder nur eine magische Schriftrolle. Ihre Seiten leuchten sanft und tragen uraltes Wissen. Du bist fasziniert von Entdeckungen und erkennst, dass diese Schriftrollen magische Formeln oder Beschwörungen enthalten könnten, die dir mit dem Auftrag helfen könnten. Du nimmst die Schriftrollen behutsam an dich, um ihre Macht zu nutzen und machst dich entschlossen weiter. Nachdem du den Raum verlassen hast und immer noch in der Stimmung bist, weiter nach dem Flammschädel zu suchen, stellt sich die Frage, wo du das nächste anfangen sollst. Es gibt noch einige unerforschte Bereiche in der Villa, die du kunden könntest. Du könntest zum Beispiel in den Keller, nein, genauer unter die Lupe nehmen, die Bibliothek durchstöbern. Hab ich doch schon, oder nicht? Die Entscheidung liegt bei dir, wo möchtest du weitersuchen? Wenn ich jetzt nochmal in die Bibliothek gehe, was dann? Befindest dich nun in einer direkten Konfrontation mit dem Flammschädel. Oha. Also es passieren tatsächlich andere Sachen nochmal. Deine zerstörerische Aura ist allgegenwärtig und du spürst die Intensität seines Blickes auf dir ruhen. In diesem entscheidenden Moment stehen dir zwei Optionen offen. Willst du dich dem Flammschädel im Kampf stellen und versuchen, ihn zu besiegen, oder möchtest du stattdessen versuchen, ihn zu beschwichtigen und Frieden zu finden? Die Wahl liegt bei dir. Wie möchtest du dich dem Flammschädel stellen? Dann haben wir die tatsächlich schon gefunden. Okay. Mit Gewalt geht alles. Komm. Flammschädel ist aufgetaucht. Ach, okay. Also trotz Pen and Paper kann man hier so tatsächlich kämpfen. Das ist interessant. Mist. Angriff. Cool. Tja, wenn das so ist. Flucht. Ja, geht ja nicht anders, ne? Ja, ich meine, ne? Der hat einfach nichts an Schaden gemacht, der Typ. Der Flammschädel nimmt plötzlich eine überraschende Wendung. Ohne Anzeichen und Tatsächlichkeit verschwindet er auf mysteriöse Weise. Obwohl der momentane Konflikt vorüber ist, spürst du instinktiv, dass der wahre Kampf noch nicht vorbei ist. Es bleibt dir nur, dich weiterhin wachsam und bereit zu halten, denn das Rätsel um den Flammschädel und seine Macht ist noch nicht vollständig gelöst. Die Sonne erhebt sich langsam am Horizont und der Himmel wird von warmen Farbtönen durchdrungen.
Der neue Tag bricht an. Während du unbeirrt in der Villa nach dem Flammenschädel suchst, doch plötzlich bricht der Tag herein und es ist an der Zeit, eine Pause einzulegen und deine Suche vorerst zu beenden. Du verlässt die Villa und kehrst zu deinem temporären Quartier zurück, wo du dich ausruhen und neue Energie für die kommende Nacht tanken kannst. Es ist nur die Nacht eingebrochen und zu dieser Zeit soll sich der Flammenschädel zeigen. Nachdem sich dieser stets im Gesamtgebäude bereits gesichtet wurde, musst du dich entscheiden, wo du nur suchst. Wie wär's, wenn ich noch mal in die Bibliothek gehe? Du befindest dich nun in einer Oh, schon wieder. Ja, jetzt... Okay, also jetzt ändert sich das nicht tatsächlich. Wie wär's denn jetzt beruhigen? Dann fällt mir plötzlich eine überraschende Wendung. Okay, das ist dann einfach dasselbe, ob man jetzt aus dem Kampf flieht oder... Naja. Na gut. Es wiederholt sich. Wenn ich jetzt... Ah, okay, man kann auch zwischendurch speichern. Okay, cool. Ja. Ich, Geschichte vorsetzen. Nee. Dann halt der Scheißesaal oder Speisesaal, je nachdem. Du triffst im Speisesaal auf einen mysteriösen Geist, der dort sein Unwesen treibt. Der Geist scheint gefangen zwischen den Welten und ist voller Wut und Verbitterung. Er hebt sich vor dir, sein Blick voller düsterer Energie. Ohne Worte fordert er dich zum Kampf heraus, als ob er noch etwas zu beweisen hätte, um Erlösung zu finden. Du bereitest dich auf den Kampf vor, deine Waffen fest umklammert, denn du spürst, dass dieser Geist eine starke und gefährliche Gegnerin sein wird. Das Schicksal der Villa und des Flammenschädels hängt nun von deinem Sieg in diesem erbitterten Kampf ab. Geist ist aufgetaucht. Nur denn. Ah ja, ich habe immer noch nichts, ne? Wahrscheinlich. Gegenstände. Use Items. Hashtag 1. Komm, dann machen wir ja. Dann machen wir das. Auch klar benutzt. Hashtag Use Items. Was hat sich jetzt gebracht? Ich habe da so ein Gefühl, das ist wie so ein Platzhalter. Hä? Was war denn das für ein komisches Item? Ja, der macht unglaublich viel Schaden, der Ork. Deswegen muss ich leider wieder fliehen. Aber die Flucht ist gescheitert. Ich muss aber fliehen, es geht nicht anders. Angesichts der überwältigenden Kraft und unheimlichen Präsenz des Geistes erkennst du, dass ein direkter Kampf gegen ihn eine aussichtslose Aufgabe wäre. Du spürst, wie sich die Kälte der Angst in deinen Adern ausbreitet und beschließt, in diesem Moment die Flucht zu ergreifen. Mit schnellen Schritten und einem Adrenalinstoß im Rücken rennst du durch die dunklen Korridore und versuchst, dich so schnell wie möglich von dem Geist zu distanzieren. Du hörst sein drohendes Flüstern und spürst seinen eisigen Hauch, während du verzweifelnd nach dem Ausgang suchst. Die Zeit scheint still zu stehen, während du dich durch die labyrinthischen Gänge... eilst, dein Herz rasend vor Angst. Den Raum verlassen hast... immer noch in der Stimmung bist, weiter nach dem Flammschädel zu suchen, stellt sich die Frage, wo du das nächstes anfangen sollst. Achso, ja, gut. Das ist dann einfach nur wieder dieser Text. Dann halt die Küche. Ich denke, man muss alle Räume abklappen, um dann nach und nach weiterzukommen. In der Küche angekommen, steigt dir ein verlockender Duft in die Nase, der von frisch gekochtem Essen zu stammen scheint. Es ist, als wäre hier gerade erst gekocht worden, obwohl die Villa längst verlassen ist. Der Duft lockt dich an, doch ein beklemmendes Gefühl durchfährt dich. Etwas Seltsames liegt in der Luft. Misstrauisch entscheidest du dich, die Küche zügig zu verlassen und dich weiter auf deine Mission zu konzentrieren. Der Flammenschädel mag sich hier verbergen, aber du bist fest entschlossen, ihn zu finden und die Villa von seiner zerstörerischen Präsenz zu befreien. Die Sonne erhebt sich langsam am Horizont und der Himmel wird von warmen Farbtönen durchdrungen. Der neue Tag bricht an, während du unbeirrt in der Villa nach dem Flammenschädel suchst. Plötzlich bricht der Tag herein und es ist an der Zeit, eine Pause einzulegen und deine Suche vorerst zu beenden. Du verlässt die Villa und kehrst zu deinem temporären Quartier zurück, wo du dich ausruhen und neue Energie für dich tanken kannst. Es ist nur die Nacht eingebrochen und zu dieser Zeit soll sich noch viel zeigen. Nachdem sich dieser stets im gesamten Gebäude bereits gesichert wurde, musst du dich entscheiden, wo du suchst. Okay, Küche war aber, kommt dann im Büro. Du befindest dich nun in einer direkten Konfrontation mit dem Flammschädel. Achso, jetzt ist er hier.
Ja, beruhigen, komm. Ja, den Text, den kennen wir, okay. Also teilweise wiederholen die Texte sich auch in Räumen, wo wir noch nicht waren. Wie war es im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer angekommen, durchsuchst du den Raum gründlich, doch es gibt nichts von Bedeutung zu finden. Die Schränke sind leer, die Schubladen sind leer und es gibt keine versteckten Geheimnisse. Es scheint, als ob das Schlafzimmer der Bewohner der Villa bereits gründlich durchsucht wurde. Du seufst frustriert und verlässt das Schlafzimmer weiter auf der Suche nach dem Flammschädel. Ja, selbst wenn ich den finde, ich kann ihn doch nicht besiegen. Der kann ja nichts, der Ork. Warum kann er nichts richtig? Weil er alleine ist. Oder alleine können auch nichts. Die müssen mindestens zu 8 sein, um was bewirken zu können. Das Beste wäre, wie gesagt, wenn sie zu 8 sind und irgendwie dann, ja. Den Flammschädel quasi in einen Hinterhalt lockt, ne? Garten. Als du den Garten durchsuchst, wirst du plötzlich mit einem imposanten Bären konfrontiert, also mit mir selbst quasi, der aus dem nahelegenen Wald stammt. Du musst nur kämpfen, indem du all deine Fähigkeiten einsetzt, die ich nicht habe, um dich gegen den Bären zu verteidigen und deine Mission fortzusetzen. Aber muss das sein? Ich habe keine Lust, gegen Bären zu kämpfen. Der sieht ja wirklich aus wie ich scheiße. Der ist genauso freundlich, guckt er auch. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier aufsteigen kann, so richtig. Naja. Oh, oh, hier mache ich Schaden, okay. Wie, hat er mir keinen Schaden gemacht, der Bär? Ah, doch. Ja, nee, ist klar, weißt du. Gegen Bären hat er natürlich eine Chance. Bocklein 8 war siegreich. Du kämpfst tapfer gegen den Bären und gelingt es dir schließlich, ihn zu besiegen. Mit geschickten Manövern und gezieltem Angriffen setzt du dich erfolgreich gegen das Wilde dir durch. Der Bär bricht unter deiner Überlegenheit zusammen, während du keuchend mit einigen Blessuren zurückbleibst. Du ziehst dich zufrieden um und setzt deine Suche fort, wissend, dass du dich nicht so leicht aufhalten lässt. Sonne hebt sich noch im Horizont und der Himmel wird komplett durchdrungen. Der neue Tag bricht an. Ich wollte den Text aber auch schon, ne? Warte mal. Du verlässt die Villa? Kehrst du zu deinem temporären Quartier zurück, wo du dich ausruhen und neue Energie für die kommenden Tanken kannst? Oder doch nicht? Naja, nee, ich glaube, den Text hatten wir tatsächlich. So. Als Chemietour, gib mir öfter zu viel. Wann habe ich die denn bekommen? Baldrian. Bärenleder, was kann ich denn damit? Baldrian, was kann ich denn damit? Ja, das ist das Problem, ne? Da wird irgendwie auch nicht gesagt, was das kann. Wäre schon schön, wenn da auch eine Item-Beschreibung stehen würde. Fähigkeiten? Ja, nach wie vor nichts. Hätte ja sein können, dass ich irgendwie Level aufgestiegen bin, aber nein. Ah ne, hier steht ja sogar Level 1. Peter, der muss mindestens Level 8 sein, um was bewirken zu können. Aufsteigen. Aber geht ja auch nicht, ne? Blitze und... Achso, dann steht da... Ja, ich habe von allen 0. Warum? Aber warte mal. Aber welcher Zufall? Es gibt 8 Speicherstände. Steht vorsetzen. So, Garten hatten wir, ne? Werkstatt aber noch nicht. Du befindest dich nun in einer dringenden Konfrontation mit dem... schon wieder? Was macht der denn hier? Warte mal, beruhigen. Hä? Ich hab dich doch beruhigt! Warum kann ich nicht mehr fliehen? Warum hat er mir Schaden? Hey, ich bin doch komplett einweg. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Weil dadurch verlieren wir jetzt zum Glück nichts. Selbst wenn wir jetzt verlieren hier. Scheiße, diese. Okay, pass auf. Gegenstände. Warum habe ich nichts? Ich hatte doch Baldrian und Bärenfell, aber anscheinend kann ich die nicht im Kampf benutzen. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst mitmachen kann. Es fehlen halt hier einige Beschreibungen. Ach, jetzt hat's geklappt, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Dann halt die Gänge.
Während du durch die äußeren Gänge gehst, fällt dein Blick auf ein Fenster, das einen Ausblick auf den umliegenden Wald bietet. Doch was du dort siehst, lässt dich erstaunen. Der Wald scheint zu leben. Volle Bewegung und Aktivität. Die Bäume wiegen sich im Wind, als ob sie flüstern miteinander kommunizieren würden. Das Gras bewegt sich in ungewöhnlichen Mustern und du meinst sogar Schattenwesen zwischen den Bäumen zu erkennen. Es ist, als ob der Wald eine eigene Seele besitzt, die in seiner lebendigen Präsenz spürbar wird. Ein unerklärliches Gefühl der Verbundenheit und der Wahn durchdringt dich. Doch du kannst dich nicht länger auf den Anblick des lebendigen Waldes konzentrieren. Du musst dich auf die Suche nach dem Flammenschild konzentrieren und die Villa von seiner zerstörerischen Macht befreien. Mit einem letzten Blick aus dem Fenster setzt du deinen Weg fort, fest entschlossen, die Geheimnisse dieser mysteriösen Villa auf den Grund zu gehen. Okay, also auch nicht wirklich erwähnenswertes. Wenn ich jetzt mal die Garten absuche, nachdem der Bär da war. Du entdeckst ein leuchtendes Irrlicht, das im Garten umherflattert. Es scheint dich anzulocken. Du spürst einen merkwürdigen Drang, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Eine innere Stimme fragt dich, ob du das Irrlicht in Ruhe lassen oder versuchen möchtest, es zu vertreiben. Die Entscheidung liegt bei dir. Ich wüsste nicht, warum ich das vertreiben soll. Lass ich das mal. Schließt dich dazu, das Irrlicht in Ruhe zu lassen und konzentriert sich weiter auf die Suche nach dem Flammschell. Du spürst, dass es wichtig ist, nicht von Ablenkungen abgewacht zu werden und zu deinem Ziel treu zu bleiben. Mit dem schlossenen Schritt setzt du den Kollegen der Villa fort. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig. Was passiert? Egal. Komm, Keller waren wir noch nicht. Du befindest dich nur in der... Muss der hier sein? Beruhigen. Gut. Da er dann nun im Keller ist, dann kann ich ja jetzt vielleicht wieder in die Werkstatt. Also da jetzt nicht. Der Flammschädel, nun nicht mehr in Flammen gehüllt, schwebt sanft in der Luft. Mit einer beinahe melancholischen Stimme bedankt er sich bei dir für deine tapfere und entschlossene Tat, die ihn von seinem brennenden Fluch befreit hat. Einfach so spontan, obwohl ich nichts gemacht habe. In einer Geste der Dankbarkeit reicht er dir ein kleines Geschenk als Zeichen seiner Anerkennung. Du nimmst das Geschenk an und spürst eine wohlige Wärme, die von dem Flammschädel ausgeht. Mit einem letzten Flüstern verschwindet der Flammschädel und hinterlässt dich total verstört und verwirrt, weil ich nicht weiß, was los ist. In einem Moment der Stille. Du begehst mich zum Auftragsgeber, den geheimnisvollen Mann mit dem unheimlichen Umhang. Ich weiß nicht, wie habe ich den Fluch jetzt gelöst? Ich habe den einfach gelöst und ich weiß selbst nicht wie. Hä? Oder war es Fluch, das Irrlicht an Ruhe zu lassen? Oder was ist los in dem Wald? Keine Ahnung. Komisch. Oder musste man den einfach die ganze Zeit versuchen zu beruhigen? Könnte das vielleicht sein? Also mehrmals versuchen, ihn zu beruhigen. Ein Ausdruck von Anerkennung, Zufriedenheit zeichnet sich auf dein Gesicht ab, während er deine Worte mixer verfolgt. Als Dank für deine hervorragende Arbeit überreicht er dir großzügig dein Honorar. Du nimmst die Belohnung dankbar entgegen und spürst die Wertschätzung für deine Tapferkeit und Entschlossenheit. Mit einem letzten Nicken verabschiedest du dich vom Auftraggeber und verlässt seine Präsenz. Okay. Ja. Ich habe sie nicht... Also die Geschichte ist dann zu Ende, ne? Weil ich kann sie jetzt nicht fortsetzen. Doch Sand und Belohnung? Keine, cool. Ja. Gut, Villa irgendwie geschafft, wie auch immer. Ich habe selber keine Ahnung, wie, aber okay. Ja, gut. Und dann halt jetzt noch der ganz normale Spaziergang, ne? Es ist ein schöner sonniger Tag und du hast beschlossen, einen Spaziergang zu machen. Du schlägst einen neuen, ungewöhnlichen Weg außerhalb des Dorfes ein. Die Sonne scheint warm auf den Körper und du atmest die frische Luft ein. Der kühle Wind erinnert dich daran, dass es noch Frühling ist. Als du die Stadt verlässt, kommt dir ein Kutscher entgegen. Es ist ein junger Elf mit grünen Haaren, der freundlich erscheint. Als du dich ihm näherst, ruft dir der Elf vom Bock herab etwas in einer dir unbekannten Sprache zu. Und da du ihn nicht verstehst, grüßt du ihn freundlich und setzt
deinen Weg fort. Du hast nun die Felder der Bauern erreicht, die etwa auf halbem Weg zum Wald liegen. Die Gerste wiegt sich sanft im Wind und in der Ferne siehst du einen großen Baum, der Schatten spendet. Dieser Baum steht direkt neben einer großen Wiese und bietet sich perfekt für einen kurzen Rast in seinem Schatten an. Je näher du dieser alten Eiche kommst, desto mehr riechst du ihren süßen Duft, ein Stück unberührter Natur. Ideal für eine kurze Pause. Durch den langen Weg fühlst du dich schon etwas erschöpft. Was willst du tun? Ja, unter den Baum ausruhen. Warum nicht? Du erwachst plötzlich aus deinem Schlaf durch ein tiefes Knurren, das deine Sinne schlagartig in Alarmbereitschaft versetzt. Mit einem schnellen Reflex greifst du instinktiv nach deiner Waffe, die griffbereit neben dir liegt. Deine Hand umklammert den vertrauten Griff fest, bereit, dich zu verteidigen. Das Knurren wird lauter und näher. Du spürst die Präsenz eines Wolfs. Der Herzschlag beschleunigt sich, während du dich auf den bevorstehenden Kampf vorbereitest. Du ziehst deine Waffe mit fließender Bewegung bereit, dich gegen den wilden Gegner zu verteidigen. Die Ansteuerung liegt in der Luft. Als du den Wolf ansiehst, der mit funkelnden Augen und gefletschten Zähnen auf dich zustürmt, in diesem kritischen Moment fokussierst du dich vollständig auf deine Verteidigung. Du bist entschlossen, dich zu behaupten und deinen Weg fortzusetzen. Wolf ist aufgetaucht. Wie wäre es mit... ich habe hier immer noch nichts drauf, also einfach... Ach, der leidet 8 Schaden. Doch sonst. Und keine Erfahrung, oder was? Du stürzt dich mutig in den Kampf gegen den wilden Wolf. Es entbrennt ein erbittertes Gefecht zwischen euch. Naja, lässt sich wieder streiten. Bei dem Schwert, Hiebe auf Klauenprallen und Angriffe auf geschickte Verteidigungsmanöver. Auch darüber lässt sich streiten. Jeder Schlag zehrt an deinen Kräften, auch darüber lässt sich streiten, aber der Wille bleibt unerschütterlich. Darüber lässt sich nicht streiten, das ist klar. Mit geschickten Ausweichmanöver und präzisen Angriffen gelingt es dir, den Wolf zu überwältigen. Ein entscheidender Schlag trifft das wilde Tier, das hier auch zusammenbricht und schließlich leblos am Boden liegt. Du hast es schwer, der Schweiß rinnt dir über das Gesicht. Doch ein Gefühl des Triumphs durchströmt dich. In der Stille des Kampfes erklingt nur noch das Rascheln der Blätter im Wind. Du betrachtest den besiegten Wolf und spürst eine Mischung aus Ehrfurcht und Trauer. Es war ein harter Kampf und du weißt, dass du nicht unversehrt aus hervorgegangen bist, aber du hast den Test bestanden und einen gefährlichen Gegner bezwungen. Du nimmst einen Moment, um dich zu sammeln und deine Wunden zu inspizieren. Du betrachtest den besiegten Wolf, dessen dichtes Fell dich an deinen Gedanken erinnert. Ein Lächeln huscht über dein Gesicht, als dir einfällt, dass du das wertvolle Leder des Wolfs abziehen kannst. Mit geschickten Händen beginnst du vorsichtig damit, das Fell abzutrennen und sorgst dafür, dass es möglichst unbeschädigt bleibt. Nach einigen geschickten Schnitten und ein wenig Mühe gelingt es dir, das Wolfsleder vollständig zu entfernen. Es ist von erstaunlicher Qualität, weich und widerstandsfähig zugleich. Du spürst die angenehme Textur des Felles zwischen deinen Fingern und weißt, dass es dir in der Zukunft von Nutzen sein wird. Das Wolfsleder wird zu einem wertvollen Rohstoff, aus dem du später möglicherweise Rüstungen, Kleidung oder andere nützliche Gegenstände herstellen kannst. Du sicherst das Wolfsleder sorgfältig und verstaust es dem Inventar. Es wird ein wertvolles Gut sein, das dich auf deinen weiteren Abenteuer begleiten und dir möglicherweise ein Vorteil schafft. Was machst du? Ja, weiterreisen, ne? Sonst greife ich ja wieder einen Wolf an. Wahrscheinlich. Du trittst. Übertrittst. Ist doch nicht. Eigentlich zu viel oder irre ich mich jetzt? In den dichten Wald ein und blickst auf zwei sich vor dir verzweigende Pfade. Du stehst vor einer wichtigen Entscheidung. Welche Pfad willst du folgen? Der linke Pfad. Umgeben von Schatten und geheimnisvoller Stille. Verspricht vielleicht unbekannte Geheimnisse von meinen Geschätzen. Die Luft ist erfüllt von einer aufregenden Aura des Unbekannten, die deine Abenteuerlust weckt. Der rechte Pfad hingegen verspricht Ruhe und Harmonie. Du kannst die natürliche Schönheit der Umgebung spüren. Die Entscheidung liegt bei dir. Welchen Fall wirst du wählen? Links oder rechts? Du nimmst dir einen Moment, um die Sphäre links zu erfassen und dein inneres Gefühl zu konsultieren. Warte mal. Rechte Pfad hingegen verspricht Ruhe und Harmonie. Das andere die Abenteuerlust. Naja, ich wette, obwohl, ich kann mir vorstellen,
das rechte Pfad und quasi, also dass der Schein trügen kann, das ist da sogar noch schlimmer, deswegen nehme ich rechts. Du folgst dem rechten Pfad, der sich immer tiefer in den dunklen und geheimsten Wald tief in das Wald mit die dichten Baumkronen werfen lange Schatten auf den Weg und verleihen der Umgebung eine mysteriöse Atmosphäre. Plötzlich erklingt ein markerschütterndes Grollen, gefolgt von schweren Schritten. Du bleibst abrupt stehen, als sich vor dir ein gewaltiger Troll auftürmt. Seine muskulöse Gestalt und sein grimmiger Blick lassen keinen Zweifel daran, dass er eine ernsthafte Bedrohung darstellt. Der Troll lässt ein wütendes Brüllen hören und schwingt seine gewaltige Keule in der Luft. Es gibt keinen Weg zurück. Du stehst einem mächtigen Feind gegenüber und weißt, dass der Kampf unvermeidlich ist. Du ballst die Fäuste und stellst dich dem Troll mutig gegen. Ja, klar. Keule gegen Faust. Wer gewinnt? Bereit für dein Überleben zu kämpfen. Das ist doch kein Troll. Das ist einfach ein, ja, Schweinekopf. Ein dicker Schweinemensch oder so. Und hatte, stand da nicht was von der Keule? Der hat auch nur seine Fäuste hier. Wie wär's denn das? Wow. Ja, dann Flucht halt. Mutig hast du dich in den Kampf mit dem riesigen Troll gestellt. Die Anstrengungen und die Entschlossenheit sind spürbar, aber trotz aller Mühe kannst du dem überlegen Gegenstand. Der Troll überwältigt dich mit brutaler Kraft und erbarmungsloser Gewalt. Schmerzlich für den Körper, während der Troll deine Knochen bricht und deine Kraft schwindet. In diesem erbärmlichen Kampf lässt ein bitteres Schicksal findest deinen Untergang. Ah, cool. Da sieht man sogar den Game Over-Bildschirm. Der ist ja auch schick. Ach, ich kann die Geschichte nicht fortsetzen? Warum nicht? Warte mal. Nicht sein. Habe ich da nicht gespeichert? Ja gut, das kennen wir. Ich werde dann jetzt direkt weitergehen. Ja, okay, dann ist das wieder mit den Faden. Komm, dann mache ich jetzt, dann werde ich jetzt diesmal speichern. So. Und nehme ich den linken Pfad. Weil gegen den Troll war ja gar keine Chance. Du wählst den linken Pfad durch den Wald. Die Atmosphäre ist geprägt von Rotharmony. Während du entlang des Pfades gehst, entdeckst du plötzlich zwischen den Bäumen eine duftende Pfefferminzpflanze. Ihre grünen Blätter und der erfrischende Duft ziehen deine Aufmerksamkeit auf sich. Du erkennst die Wertigkeit dieser Pflanze und entscheidest dich, einige Zweige der Pfefferminze vorsichtig abzuschneiden und sie mitzunehmen. Du spürst, wie sich die erfrischenden Aromen in der Luft verbreiten und ein angenehmes Gefühl der Belebung in dir hervorrufen. Das Fundstück, das du sorgsam in deiner Tasche verstaut hast, wird dir möglicherweise in Zukunft von Nutzen sein. Mit einem zufriedenen Lächeln machst du dich weiter auf dem Weg, dankbar für diese Begegnung. Du setzt deine Reise fort. Plötzlich durchdringt der markerschütternde Schrei eine Frau die Stille des Waldes und Herz rast vor Aufregung und du reist gespannt in die Umgebung. Der Schrei scheint aus der Nähe zu kommen. Diesem Moment stehen dir zwei Möglichkeiten offen. Du könntest zurück zur Stadt flüchten, um dich in Sicherheit zu bringen, oder du könntest der Frau zu Hilfe eilen, obwohl du nicht genau weißt, woher der Schrei kam. Die Wahl liegt bei dir. Bedenke jedoch, dass dein Handeln Konsequenzen haben kann und möglicherweise den Verlauf deines Amtes beeinflusst. Überlege gut und entscheide, ob den Ruf nach Hilfe folgst oder den sicheren Weg wählst. Nee, ich versuche die Mutter zu retten. Statt dem Schein abzugehen und der Frau zu Hilfe zu eilen, wagst du dich tiefer in den Wald hinein. Schließlich kommst du in eine versteckte Höhle. Neugierig und voller Besorgnis betrittst du die Höhle und in ihrem Blick zu eine bedrängte Frau. Die Frau steht einem gefährlichen Basilisken gegenüber, der mit seinem scharfen Klauen seinen vernichtenden Blick angreift. Ohne zu zögern ergreifst du deine Waffe und stellst dich mutig zwischen den Basilisken und die Frau. Ein Kampf entbrennt, bei dem du all deine Fähigkeiten und dein Geschick einsetzen musst, um die Basilisken abzuwehren und die Frau zu schützen. Das ist doch kein Basilisk, das ist eine Schlange, Mensch. Okay, der macht sogar Schaden. Oh, aber die sieht halt auch gut aus. Schlange, Basilisk-Schlange oder Schlangenbasilisk, keine Ahnung. Aber hey, wir haben es geschafft irgendwie.
spürst die Kraft des Kampfes in den Muskeln und die Entschlossenheit in dem Herzen. Deine Entschlossenheit, die Frau zu beschützen, treibt dich an und gibt dir den nötigen Mut, um dem Basilisken standzuhalten. Und schließlich gelingt es dir, den Basilisken zu bezwingen. Mit einem letzten wuchtigen Schlag bringst du das Ungeheuer zum Fall. Der Wald erbebt vor Erleichterung. Die Frau schaut dich mit Dankbarkeit in den Augen an. Erschöpft aber zufrieden, senkst du deine Waffe und reißt der Frau eine helfende Hand. Gemeinsam verlasst ihr die Höhle und findet euch wieder im sanften Licht des Waldes. Gemeinsam erreicht ihr das Dorf, eure Kräfte erschöpft, aber voller Stolz über euren Sieg gegen den Basilisken. Die Frau, die ihr vorher gerettet habt, steht an eurer Seite und drückt ihre Dankbarkeit aus. Mit einem Lächeln reicht sie euch eine kleine Tasche mit Glänzendem Gold als Zeichen ihrer tiefen Wertschätzung. Mit einem warmen Gefühl im Herzen nehmt ihr das Gold entgegen, spürt ihre Zuneigung, als sie euch einen sanften Kuss auf die Wange gibt. Es ist ein Moment der Wertschätzung und des Dankes für euren Mut und eure Entschlossenheit. Ach so, da waren sie ja beide ziemlich kurze Geschichten, doch. Na gut, dann war es das erstmal, ja, für das Erste, ne? Dann haben wir das soweit Let's Played, aber es wird noch ein zweites Let's Play davon geben, weil der Fire Master hat ja irgendwie noch eine andere Geschichte, und dieses Mal geht es dann quasi um das MV-Forum sogar, da bin ich sehr gespannt. Ja, aber mein allgemeines Feedback dazu. Oh, aber ich verstehe nicht, wann wir das immer bekommen hier irgendwie. Schriftrolle? Venemanti-Schriftrolle erhalten. Okay. Verursacht Giftschaden an Gegner. Ah ja, siehst du, da steht das direkt, was das macht. Das ist. Okay, Medizintruhe. Krank, Augentropfen. Heilzustand blind. Sonnenfaustschild. Ich frage mich, wann wir die immer bekommen, tatsächlich. Wolf sind ja Baldrian, Pfefferminze. Sehr interessant. Ja, also an sich ist das schon irgendwo interessant, dass man sozusagen so mehrere Möglichkeiten hat, was man da so erlebt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, es sind ja im Prinzip nur Texte. Ja gut, das ist im Prinzip wie so ein interaktives Buch einfach. Da wird quasi die Fantasie angeregt, ne? Und ja. Okay, das ist halt quasi so Pen and Paper, ne? Und irgendwo ist es vielleicht auch interessant, aber es ist halt tatsächlich nicht meins, ne? Das ist, wie gesagt, einfach, ja, wie so ein interaktives Buch. Das ist halt viel Lesen. Ich sag mal, kann man machen, ne? Kann auch irgendwo ganz interessant sein, aber mir zum Beispiel ist es deutlich lieber, wenn ich sozusagen selbst so einen Charakter steuere und, ne, ja, quasi so ein klassisches RPG, ne. Und Pen and Paper ist dann, wie gesagt, nicht so meins, aber für ein Pen and Paper ist es auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, auch wenn ich einige Sachen nicht verstanden habe, warum hier zum Beispiel auf einmal der Fluch da gebrochen war. Ja, bei einigen Gegnern, da scheint man ja irgendwie nicht wirklich irgendwie eine Chance zu haben, ne. Gegen Gleis und Schaden. Egal. Moment mal. Ach, ich hatte gar keine Waffe bei mir? Oder was? Ich hatte die quasi nicht ausgerüstet? Oder bin ich jetzt blöd? Naja, das könnte natürlich erklären, warum wir nicht so viel Chance hatten. Nee, aber generell, finde ich, hier werden doch zu wenig Sachen erklärt irgendwie. Beziehungsweise sind teilweise ein bisschen seltsam. Zum Beispiel, ja gut, dass man erstmal aussuchen muss, ne? Irgendwie den Charakter, so, was man jetzt ist. Aber dann wurden auf einmal so, kamen da so Götter und dann denke ich mir, ja, heißt das jetzt, er ist dann quasi, jetzt zum Beispiel in dem Fall Loki, also der Gott des Schabernacks, nur in Gestalt eines Orklein 8? Oder ist das der Gott, den er anbetet oder so? Ja, und bei manchen Items standen keine Beschreibungen, was die Items machen. Zum Beispiel bei Bärenfell, Wolfsfell, Baldrian und so weiter, Pfefferminz. Ne? Da würde ich mir natürlich auch noch gerne... ach, guck. Okay, da kann man natürlich noch wieder was finden und dann was herstellen. Ja, gut, ist schon vom Prinzip dann auch irgendwo interessant und dann hat man dann vielleicht bessere Chancen da für andere Geschichten und so oder bei anderen Geschichten dann irgendwie weiterzukommen oder Neues zu erleben. Alles soweit ganz schön und gut und interessant, aber, ne, wie gesagt, da fehlen so Beschreibungen und so, finde ich, was manche Items angeht. Von daher, ne,
Ja, hier zum Beispiel, da steht hier gar nichts dazu. Ja, gut, wahrscheinlich. Ach so, okay, Rohstoffe, okay. Das ist dann einfach nur Sachen jetzt. Ja, gut. Okay. Ja, aber weiß nicht, jetzt, da fehlen mir doch ein paar Beschreibungen. Also ein paar explizite Beschreibungen, dass man auch genau weiß, ach so, okay. Also, dass das einem so ganz klar wird, vielleicht, ne? So kann man sich vielleicht nur höchstens das denken, wofür das ist, aber nicht unbedingt, ne? Wissen. Aber gut, bei den, sag ich mal, Gegenständen, die man benutzen kann, da steht es ja zum Beispiel, was das macht und was gut ist. Immerhin. Ja, aber die Icons, genau, die sind ja auch nicht schlecht. Von den ganzen Items und so. Ja, und demnächst, wie gesagt, wird es auf jeden Fall hier noch diese Geschichte vom MV geben und ich kann nicht zurück mit Escape, wenn ich gerade. Sollte man vielleicht auch eine Option machen, dass man hier noch zurück kann und dann doch keine Geschichte auswählen will. Gut, hat ein paar Rechtschreibfehler auch, ne? Aber gut. Ja. So viel auf jeden Fall erstmal dazu. Von meiner Seite aus. Und dann werden wir uns, ja, wie gesagt, zu der MV-Geschichte nochmal sehen, ne? Ja, wahrscheinlich nächste Woche oder so. Und joa, ne? Dann, ja, kann ich abschließend mal sagen, dass es, wie gesagt, für ein Pen and Paper schon, also das mit dem Maker erstellt wurde, schon recht gut umgesetzt war auf jeden Fall, ne? Ja, und ich bin, wie gesagt, gespannt auf die Geschichte des MV-Forums. Die wird es dann wohl noch nächste Woche geben, ne? Gut, aber ich muss, wie gesagt, trotzdem natürlich sagen, also ich bleibe dabei, Pen and Paper ist nicht so wirklich meins, ne? Aber ja, bin irgendwie trotzdem froh, das mal ausprobiert zu haben. Ja, das war's auf jeden Fall mit diesem Video und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Aber bis es soweit ist, will ich noch hier wie immer sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.